Hallöchen. Heute habe ich mir Gäste eingeladen und zwar konnte ich meine nicht veganen Freunde dazu überreden, mit mir diesen Film hier anzuschauen. What the Health. Also, da geht es darum, seht ihr den Titel? Wie die Konzerne uns krank machen und warum niemand was dagegen unternimmt. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte den sich wirklich anschauen. Der ist ab 12. Also mein Kleiner ist ja noch, der wird jetzt 11, aber also den Film würde ich ihm auch mit 12 nicht zeigen. Ich denke, als Eltern sollte man sich das vielleicht vorher mal anschauen und dann selber urteilen, ob man das seinem Kind zeigen möchte oder nicht. Aber meinen erwachsenen Freunden, denen zeige ich das auf alle Fälle. Die wissen, was sie tun. Und das sind so, also da gibt es so ein paar Stellen in dem Film. Ja, also das ist. Wenn man Earthlings gesehen hat, das finde ich ja, das geht gar nicht. Earthlings angucken muss man machen, aber das zerfetzt einen innerlich. Und das trifft noch mal so eine andere Ader, ja. Deswegen denke ich, heute Abend wird sich schon was tun bei meinen Freunden, wenn die den Film gesehen haben. Und ich bin gespannt, was die da dazu sagen. Ja, es wird ein paar Snacks geben, ein paar vegane Snacks habe ich vorbereitet und das zeige ich euch. Ich komme vom Arbeiten, habe mich nur geschwind umgezogen, habe wenig Zeit. Deswegen gibt es auch ruckzuck Snacks und die zeige ich euch ganz, ganz kurz. Okay, das geht los. Und zwar habe ich hier gekauft beim Edeka den Dinkel-Blätterteig. Der ist vegan. Ich will die ja heute überzeugen, ja. Natürlich ist da Öl drin und Fett drin. Aber das soll denen schmecken. Dann habe ich hier Frühlingszwiebeln, die kommen da einfach drauf. Ah, der Backofen piepst, der ist jetzt vorgeheizt. Ja, die verteile ich hier. Dann habe ich hier noch so Gemüse vorbereitet. Gelbe Paprika, Zucchini-Rädchen und frische Tomaten. Das kommt auch bunt da drauf. Verteilen. So. Und als besondere Zutat habe ich gerade beim Lidl gefunden, gibt es getrocknete Tomaten. Und zwar sind die ohne Öl. Die sind zwar ein bisschen gesalzen, aber das wird hier das Ganze so ein bisschen würzig machen. Die habe ich eingeweicht schon und klein geschnitten in so kleine Stückchen. Die verteile ich. So. Ich werde das so backen. Wer mag, kann da auch noch Tomatenmark und ein bisschen aufstreichen. Genau. So kommt das da drauf. Und jetzt kommt die wichtigste Zutat. Noch geschnittener Rosmarin. Den muss ich noch schneiden. Moment. Okay, das ist der Rosmarin. Der duftet ganz toll. Rosmarin ist auch so eine schöne Heilpflanze. Die wirkt auch entzündungshemmend und schmeckt natürlich. So, jetzt seht ihr das, dass dieser Blätterteig, der ist ja so auf dem Papier, den klappe ich jetzt so ein, ja, ziehe den ab und roll das Ganze auf. Das klebt ein bisschen, aber lässt sich ganz schnell verarbeiten, finde ich. Gerade wenn man jetzt so wenig Zeit hat, wie ich heute, finde ich das sehr praktisch. Dann rollt man das weiter auf. Ja. Genau. Also ich hatte den Blätterteig, bevor ich jetzt hier angefangen habe zu arbeiten, schon Weilchen rausgelegt und wie sagt man da, aufgerollt, ausgerollt, meine Güte. Draußen ist heute ziemlich heiß, also ich werde hier nur so leichte Snacks anbieten. Ich hatte eigentlich noch vor, Pasta zu machen, aber ich habe noch einen Popcorn-Automat und da werde ich ein bisschen Popcorn machen und noch so ein paar Snack-Karotten dazu reichen, ein paar Pistazien. Ja. Also nichts Großes wirklich. Wenn wir Bock haben mit den Freunden, kann man auch immer noch kochen. Also ja, ich habe die kleinen Karottchen und Gemüse und Beeren und ich mache noch einen süßen Nachtisch mit bisschen Sojajoghurt. So, jetzt ist das so. Dann nimmt man die und schneidet es ungefähr so zwei Finger dick runter, diese
diese Rolle. Man könnte es theoretisch auch so im Stück backen. Ja, ich zeige euch mal eins hier aus der Mitte. Das erste Stück wird meistens nicht so, dann ist das so gefüllt. Das muss man dann vorsichtig machen, da runter, so. Und dann setze ich das hochkant aufs Backpapier. Sieht man das so? Genau. Und dann einfach nach Backanleitung, meistens so 200 Grad, eine Viertelstunde. Okay, ich backe die, zeigt ihr euch, wie die fertig ausschauen. Okay, ich habe die geschnitten, so schauen die jetzt aus. Und jetzt kommen die im Backofen. Okay, dazu, meine Kinder, die kommen jetzt bald von der Schule, habe ich lauter so in der Größe diese Kartoffeln. Die schneide ich in Viertel, setze sie auf diese ofenfeste Form und dann kommt da ein bisschen Gewürz drauf, Masala und Pfeffer und vielleicht auch ein bisschen Rosmarin, kein Öl und ja, das wird dann wie so Pommes oder so, wie nennt man das, wilde Kartoffeln, halt nicht frittiert, sondern gebacken. Die schiebe ich einfach unter diese Blätterteigröllchen und ja, dann werden die sich freuen, wenn die jetzt bald kommen, weil meine Tochter, die geht nachher gleich wieder weg und das essen die immer gern. Ketchup gibt es dazu. Sollen die mal ihren Spaß haben. Gut, dann sonst bin ich mal gespannt, was meine Freunde hier sagen werden zu diesem Film. Und hoffe, euch hat es gefallen. Ciao!